Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Kochshow. Heute gibt es ein traditionell italienisches Gericht, Spaghetti mit Aglio Olio e Peperoncino. So, dazu brauchen wir natürlich erstmal Knoblauch. Und diesen Knoblauch, den schälen wir und schneiden wir. So fein es irgendwie geht, wer ihn nicht ganz so fein kriegt, der kann ihn ja dann hinterher nochmal in so Stifte schneiden. So, für eine Person und für so viel koche ich jetzt einfach mal, benötigt man da so vielleicht so 2 Zehen. Das hängt so ein bisschen von der persönlichen Präferenz ab. Ich habe hier so ein 500 Gramm Spaghetti, Spaghetti-Beutel, Spaghetti-Tüte. Und die reicht für mich, ich sag mal so, für 4 bis 5 Mahlzeiten, für 4 bis 5 Gerichte. So, das Wasser beginnt langsam zu kochen. Braucht noch ein bisschen. In der Zwischenzeit können wir dann mal die Peperoni schneiden. Ich nehme hier 2 so kleine Chilischoten. Die sind sehr scharf, deswegen verwende ich hier weniger. Man sollte da grundsätzlich, denke ich, aufpassen, aber ich bin sowieso jemand, der gerne sehr scharf ist. Von dem her ist das schon okay. Kann die ruhig sehr klein schneiden, denn die werden sich dann verteilen. Da die eh gleich zusammenkommen, vermische ich die jetzt einfach mal mit dem Knoblauch. Außerdem eine etwas größere Chilischote. Die ist ein bisschen milder und deswegen muss die nicht gar so klein sein. Gar so klein werden. Das ist dann schon in Ordnung. Ich habe mir das beste Schneidbrett ausgesucht, das hier einen Rand hat. Ja, das ist nur aus Kunststoff, das macht dem Messer nichts. Jetzt blutig. Wenn man so über die Spielelandschaft schaut, dann ist es wirklich erstaunlich, wie präsent da ein Land ist. Nicht Japan. Klar, da kommen noch ein paar Spiele her, aber ich meine jetzt so inhaltlich. Da ist Italien echt mit vorne an der Spitze dabei. Das glaubt man vielleicht gar nicht, aber ich zeige das gerne auf. Zumindest ist das so mein Eindruck. Der popkulturelle Einfluss ist so groß und auch beständig und das schon seit fast 30 Jahren. Also als das Medium noch im Brotkasten steckte. Eine der ältesten Videospielfiguren ist natürlich Super Mario. Mario ist doch ein italienischer Klempner. Und folgerichtig heißt das dann ja auch, dass jedes weitere Mario-Spiel und Mario-Spin-Off, wie Mario Kart, Tennis, Party oder Hotel, eine italienische Note beinhaltet. Das ist ja schon mal viel mehr Italien, als man so gedacht hätte, berücksichtigt man doch mal die Myriaden an Spielen. Auch das in Gänsefüßchen Plagiat, The Great Gianna Sisters, hat doch irgendwie einen Italo-Einschlag. Denn der Name Gianna ist die Kurzform von Giovanni, der italienischen Variante von Hanna oder Johanna. Quelle übrigens Vorname.com. So, die hacken wir dann auch nochmal klein. Und werfen sie einfach auch zum Knoblauch dazu. So, das Wasser kocht hier an der Stelle. Das heißt, wir geben Salz hinzu. Ja, so, könnte reichen. Wenn das Wasser kocht, kann man so per Augenmaß ungefähr 100 Gramm Spaghetti abschätzen und die kommen dann damit rein. Ja, so ungefähr. Bisschen mehr vielleicht. Ja. Und diese Spaghetti, die drückt man dann ins Wasser. Blöde Kochtipps, die ich hier gebe, oder? Jetzt hätte noch niemand Spaghetti gekocht vor mir. So. Auch der bis heute längste Handlungsstrang bzw. die längste Epoche der Assassin's Creed Spiele spielt in Italien bzw. hat wieder einen italienischen Protagonisten. Ezio Auditore da Firenze. Die meiste Zeit darf man dann sogar auf italienischen altertümlichen Gebäuden herumklettern. Das hat natürlich speziell in diesem Kontext damit zu tun, dass die katholische Mythologie bzw. Geschichte mitsamt Papsttradition eng mit Rom in Verbindung steht. Rom ist ja sowieso ein ganz eigenes Kapitel. Jüngst wurde das Römische Reich ja mit Rise, Son of Rome, um ein Hack'n'Slay bereichert. Aber es gibt da natürlich noch viel mehr. Was es da an Strategiespielen mit der Rome-Reihe gab, echt ziemlich viel, wenn auch nicht so ganz mein Genre. Aber wo wir schon mal bei Strategiespielen sind? Das bekannteste Mineral aus Command & Conquer wurde auch nach einem Fundort nahe dem Fluss Tiber benannt. Und der fließt durch? Genau. So, parallel dazu können wir eine Pfanne vorbereiten.
In diese Pfanne schütten wir ein bisschen Olivenöl. Kann man ruhig ein bisschen was reingeben, das wird ja die einzige Soße sein, dann für die Spaghetti. Und bevor wir die Platte jetzt anmachen, oder vielleicht Häppchen anmachen, ich spare mir jetzt bescheuerte Anmachsprüche von Kochutensilien, die schon 1 Million Leute vor mir gerissen haben. Und lassen dann da die Chilischote und den Knoblauch so ein bisschen drin gehen. Einfach, dass sich das aromatisch vielleicht so ein bisschen entfaltet. Keine Ahnung. Ja, ich schaue manchmal Kochsendungen zum Einschlafen. Bevor die Nudeln überkochen, könnte man den Deckel hier mal abnehmen. Und das Ganze dann so ein bisschen durchrühren. So, wenn wir soweit sind, können wir die Platte ja mal anwerfen. Ich stelle das jetzt, also mein Ofen hat hier 11 Stufen. Und ich stelle das jetzt hier so zwischen 7 und auf 8 ungefähr. Dass das alles so schön eben mal erhitzt wird. Italien ist überall und das nicht nur in Form von Geografie. Ihr kennt doch sicher diese ganzen Manager- bzw. Tycoon-Spiele. Da geht es immer darum, irgendwas zu managen. Egal, ob man einen Vergnügungspark gewinnorientiert betreibt, die Schieneninfrastruktur kolonialisierend vorantreibt oder dafür sorgt, dass es die ganze Stadt mit den eingestellten Nutten treibt. Dahinter steht immer ein Simulationsprinzip. Sowas gibt es natürlich auch klassisch italienisch für Pizza. In Form von Pizza Syndicate oder wie es hierzulande besser bekannt ist, Pizza Connection. Hier geht es darum, sein eigenes Pizza-Syndikat zu errichten. Man kann dort verschiedene Städte für die flache Mahlzeit sensibilisieren. Das Ziel besser sein als die anderen Familien. Um das zu erreichen, kann man dann genretypisch Werbung schalten oder einfach versuchen, die Kunden möglichst zufrieden zu halten. So alte DOS-Spiele sind natürlich nicht mehr unbedingt zeitgemäß, aber hey, es ist inzwischen gratis. Es gibt sogar eine Bewegung, die ein Remake produzieren will. Das scheint allerdings auch schon eingeschlafen zu sein. Von den vielen Flash-Spielen, die ebenfalls das Pizzabacken bzw. Belegen dem Spieler zur Aufgabe machen, fange ich jetzt mal gar nicht an. Mamma mia, ist das viel Italien in Videospielen und wahrscheinlich habe ich sogar noch total viel vergessen. Bevor die Nudeln da gleich dazukommen, schneide ich hier einfach nochmal so ein bisschen Petersilie auf. Das ist auch wie man das gern selbst möchte. Ich brauche da jetzt nicht so viel von. So eine gute Handvoll würde ich jetzt einfach mal sagen. So, das kann dann da einfach noch mit rein. So, auch ein bisschen für die Farbe. Kommen da die Nudeln einfach mit dazu. Normalerweise gibt es da so Zangen für Nudeln. Ich habe sowas nicht. Ich behelfe mir da einfach mit so einem Salatbesteck von Tupper sogar, okay. Und greife dann einfach rein und nehme da so die Nudeln raus. Und werfe die dann einfach mit hier in die Pfanne. So, Platte können wir abdrehen. Wer möchte, der kann das jetzt noch mit Salz und Pfeffer ein bisschen abschmecken. Und jetzt könnte man das Ganze anrichten. Und wer möchte, und ich stehe da eigentlich drauf, kann sich da jetzt gerne noch ein bisschen Hartkäse drüber reiben. Wenn alles fertig ist, sieht das in etwa so aus. Einen guten Appetit wünsche ich.